Du hast morgen einen sehr wichtigen Termin bei Dr. Mendes. Ja, ja. Ich weiß. Ich bin derjenige, der einen Tumor im Kopf hat. Du bist gereizt. Nein, ich bin ratlos. Wofür sind die Fotos? Das sind die potenziellen Nachfolger für den Gremiumsvorsitz. Ludwig, für so eine weitreichende Entscheidung hast du noch genug Zeit. Bist du sicher? Willst du reden? Nein, trinken. Alle versammelt? Ist was passiert? Nein. Ich genieße die zwischenmenschliche Wärme. Hagen betrinkt sich. Wo ist denn Dana? Naja, dem Alkoholkonsum nach zu urteilen, gibt's wohl ein paar Probleme. Wann begreift ihr Jungs das endlich? Diese Wolfsschwestern tun euch nicht gut. Die verarschen euch nach Strich und Faden. Na schön. Früher oder später werdet ihr es ja sowieso erfahren. Ich werd Vater. Aber Hagen, das ist doch eine sehr gute Nachricht. Herzlichen Glückwunsch, mein Junge. Dana ist nicht die Mutter des Kindes. Wer ist denn die Glückliche? Jessica? Jessica. Wie besoffen warst du eigentlich, als du unser ehemaliges Dienstmädchen geschwängert hast? Das frage ich mich auch. Das Ganze kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Du glaubst gar nicht, wie egal mir das ist. Also, wir können im Moment wirklich keinen Skandal gebrauchen. Ludwig, täusche ich mich da oder schlägst du hier zwischen den Zeilen eine Abtreibung vor? Ansgar, es reicht jetzt, ja? Wieso sollte ausgerechnet dieses zarte Ästlein des Stammbaums nicht sprießen dürfen? Ich meine, Mord im Mutterleib, ich bitte dich, man sollte die Glocken der Kathedralen läuten. Mein Sohn wird mit Sicherheit nicht abgetrieben, Vater. Ein Sohn, ein Stammhalter. Kevin von Lahnstein. Schnell wie ein Windhund. Ich glaube, die Zukunft des Imperiums ist gesichert. Guck, ich hätte auch mal eine Frage. Bist du denn noch mit Dana zusammen? Ja, und das wird auch so bleiben. Sonst noch irgendein Kommentar? Na los, lasst euch gehen. Sprecht's aus. Du willst doch sicher noch was sagen, oder? Hagen, es tut mir leid. Ich meine, auch wenn die Umstände alles andere als günstig sind, ich wünsche dir und der werdenden Mutter alles Gute. Danke. Auch wenn du es nicht so meinst. Und ich danke auch dir, Ansgar. Du warst wie immer ein Quell der Inspiration. Auf dem Weg zur werdenden Mutter? Ach übrigens, damit das gleich mal geklärt ist, aus dem Firmenbudget wird es keine Apanage an deine Gespielin geben. Und nein, sie bekommt auch keine Boutique in Mettmann. Ach, und sollte dein Sohn nach der Mutter kommen, zahlst du die Nachhilfe auch schön selbst. Solltest du nur noch einmal in dieser Art und Weise über meinen Sohn sprechen? Was dann? Haust du mich dann? Mein Gott, du bist ja nicht nur, was die Wahl deiner Bettgenossin betrifft, völlig verwirrt. Da wir schon mal Wirrungen und Irrungen sind, wer hat noch mal eine Tochter mit Danas Mutter? Ja, und ist sie nicht hervorragend assimiliert? Sie sitzt sogar im Gremium. Könnt ihr mal mit diesem Kindergarten aufhören? Oh, der Sebi kann ja richtig autoritär sein. Er stochert pausenlos in jeder sich bietenden Wunde herum. Warum trennt ihr nicht einfach mal Privates von Geschäftlichem? Ohne den nötigen Zusammenhalt geht diese Firma den Bach runter. Ja, ich weiß, was das betrifft, sind du und dein Vater einer Auffassung, die leider nicht die meine ist. Tja. Leider ist unsere Auffassung bei Lahnstein Enterprises die entscheidende. Und wird es immer sein. Wenn ihr mich sucht, ich bin in meinem Büro. Ach ja, und Hagen. Hör bitte endlich auf, nur an dich selbst zu denken und krieg deine Beziehung in den Griff. Ach,
wann hörst du endlich auf mit dieser Loyalität einem alten Mann gegenüber, der dir das niemals danken wird? Jetzt wird's persönlich. Ludwig steht auf Hagens Seite. Hat er immer getan, wird er immer tun. Er wird sogar seinen Bastard akzeptieren. Und du, bleibst auf immer und ewig Nummer zwei. Es kommt mir aber überhaupt nicht darauf an, welche Nummer ich auf welcher Liste bin. Und ob mein Vater oder sonst, wer es mir jemals danken wird, es kommt mir einzig und allein darauf an, dass es richtig ist. Sebastian, deine Nibelungen treu deinem Vater gegenüber wird dich den Kopf kosten. Wer fürchtet die Guillotine, wenn er Ideale hat? Es sieht ganz so aus, als hättest du die Machtverhältnisse in dieser Beziehung falsch eingeschätzt. Das Neue kann nicht kommen, bevor das Alte gegangen ist. Klingt ein bisschen esoterisch, oder? Es ist die erste Regel der Macht. Was ist das? Der Schlüssel für diesen Schreibtisch? Bist du bereit, die Führung des Imperiums zu übernehmen?